nichts mehr. Schmeiß mal weg, das Kram. So, wir stehen hier vor dem Schnittmodell eines Strahltriebwerks WK1A. Das Triebwerk stammt noch aus der Anfangszeit der Strahltriebwerkentwicklung. Es ist ein sowohl aus der Geschichte heraus als auch von der Technik heraus eine interessante Entwicklung. Zur Geschichte kann man vielleicht so viel sagen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ja die deutschen Strahltriebwerke BMW 003 und Jumo 004 in der Sowjetunion als RD-10 und RD-20 in Serie produziert, um die ersten Strahlflugzeuge der Sowjetunion anzutreiben. Es war klar, dass diese Triebwerke für weiterführende oder leistungsgesteigerte Flugzeuge nicht ausreichten. Deswegen ist man sehr schnell darauf gekommen, dass man zusehen musste, die damals stärksten Strahltriebwerke einzukaufen. Daraufhin hat man in England bei der Firma Rolls-Royce 36 Strahltriebwerke Rolls-Royce Nené gekauft, hat die in der damaligen Sowjetunion in metrischem Maße umgerechnet und nachgebaut. Hier sehen wir so ein Triebwerk also RD45 im Strahltrainer MiG-15 UTI im eingebauten Zustand. Das Heckteil wurde für Wartungsarbeiten, konnte man das abziehen. Und so haben wir das hier im Museum mal dargestellt, dass man als Besucher mal einen Eindruck davon bekommt, wie dieses Triebwerk im Flugzeug eingebaut ist und wie das aussieht. Vom technischen Aufbau her des Triebwerks ist es so, dass wir bei diesem Triebwerk als erstes den Bereich haben, in dem die Hauptaggregate des Triebwerks wie Ölpumpe, Kraftstoffpumpe, elektrischer Anlasser, Generator sowie die Steuereinrichtungen sich befinden. Als nächstes kommt der Bereich des eigentlichen Verdichters, der Bereich der Brennkammern und der Bereich der Turbine mit der Leiteinrichtung und der Schubdüse. Wie funktioniert so ein Triebwerk? Das wird sehr oft durch Besucher nachgefragt. Die Umgebungsluft wird durch die Schaufeln des Verdichters reingezogen in das Triebwerk. Über die Verdichterschaufeln wird die Luft verdichtet und strömt über diese Kanäle in die Brennkammern ein. Von den Brennkammern befinden sich 9 Stück in diesem Triebwerk. 2 Brennkammern des Triebwerks sind mit Zündeinrichtungen versehen. Wie kommt das oder wie setzt sich dieses Triebwerk nun in Betrieb? Durch den elektrischen Anlasser wird der Verdichter durchgedreht, die Luft wird verdichtet, geht in die Brennkammern. Im Bereich der Brennkammer wird dieser Luftstrom geteilt, einmal als Kühlluftstrom zwischen der eigentlichen Brennkammer und der Ummantelung und zum anderen innerhalb der Brennkammer wird in den Kraftstoff oder in den Luftstrom Kraftstoff eingedüst. Und damit eine anständige Zündung dieses Kraftstoffs erfolgen kann, befindet sich hier also diese Zündeinrichtung, die wir hier im Schnitt uns nochmal ansehen können. Diese Zündeinrichtung stellt da eine Zündkerze in diesen Brennraum hinein, wird der Kraftstoff gegeben und ich erhalte hier eine Zündflamme, eine stabile. Und diese stabile Zündflamme garantiert mir, dass das Kraftstoff-Luftgemisch, das jetzt in dieser Brennkammer sich befindet, sauber gezündet wird. Da nur 2 Brennkammern mit Zündeinrichtung versehen sind, werden die anderen
Brennkammern, die ohne Zündeinrichtung sind, über sogenannte Kanäle, Überströmkanäle gezündet. Das heißt, die heißen Gase aus diesen Brennkammern treten ein in die anderen Brennkammern und zünden die durch, sodass im Endeffekt alle neuen Brennkammern in Betrieb sind und das Triebwerk stabil laufen kann. Zu diesem Zeitpunkt schaltet sich dann auch der elektrische Anlasser aus und arbeitet als Generator und versorgt das gesamte Flugzeug mit Elektroenergie. Was läuft weiter ab? Die Verbrennungsgase nehmen ein sehr großes Volumen ein gegenüber dem Kraftstoff, der dort drin verbrannt wird. Damit entsteht ein Druck in den Brennkammern. Und dieser Druck wird durch die Ausströmdüse in Strömungsgeschwindigkeit umgesetzt. Verbrennungsgase treten jetzt mit der hohen Strömungsgeschwindigkeit aus, werden durch diese Schaufeln des Leitapparates so gerichtet, dass sie im optimalen Winkel auf die Schaufeln der Turbine auftreffen und somit der Antrieb des Verdichters gewährleistet wird, der Kraftstoffpumpe, Ölpumpe sowie des Kühlluftverdichters. Dieser Kühlluftverdichter zieht aus der Umgebung oder einen Teil der Umgebungsluft in den Innenbereich der Turbine ein. Diese durchströmende Kühlluft ist dafür verantwortlich, dass die Welle, dass die Lagerstellen gekühlt werden, sodass das Öl auch nicht überhitzen kann und seine Schmierwirkung in den Lagern beibehalten wird. Die ausströmenden Abgase bewirken dann, dass das Flugzeug dann nach vorne getrieben werden kann. So, die austretenden Abgase treiben das Flugzeug vorwärts. Da wird oft gefragt, wie kann sowas sein, wie funktioniert das? Hängt ganz einfach physikalisch damit zusammen, dass ich die Verbrennungsgase eine bestimmte Masse haben. Diese Masse wird auf eine sehr hohe Geschwindigkeit beschleunigt. Somit habe ich Masse mal Beschleunigung, gibt also eine Kraft. Die Kraft tritt in Form eines Abgasstrahls auf, der nach hinten gerichtet ist und danach im dritten Newtonschen Prinzip Kraft gleich Gegenkraft ist, tritt also oder wirkt dieselbe Kraft nach vorn, genau entgegengesetzt. Und das ist im Prinzip die Kraft, die dann das Flugzeug entsprechend nach vorn bewegt. So, wenn die Lebensdauer dieser Triebwerke in der Luftfahrt beendet war und die Triebwerke ausgewechselt werden mussten, dann wurden sie noch zu unterschiedlichen anderen Aufgaben mitverwendet. Unter anderem zum Freiblasen von vereisten Start- und Landebahnen, zum Auftauen von eingefrorenen Kohlezügen, insbesondere bei der Braunkohle oder Freiblasen von Braunkohlegleisen in der Grube. Oder sie wurden auch zur Brandbekämpfung eingesetzt, im Abgaslöschverfahren innerhalb der chemischen Industrie. Dieses Triebwerk, was wir hier bearbeitet haben im Museum, wurde vom Schrottplatz durch Mitarbeiter oder Mitglieder unserer Arbeitsgemeinschaft geborgen, hierher gebracht, in einem sehr desolaten Zustand. Und wir haben dann versucht, dieses Triebwerk wieder so herzurichten, wie es ausgesehen hat, und um dann auch dieses Schnittmodell herzustellen. So, und ansonsten kann jeder Besucher hier im Museum sich das nochmal in aller Ruhe ansehen, indem er das Modell selbst in Tätigkeit versetzt. Um die Funktionsweise des Triebwerks in einer besseren Form darstellen zu können,
haben wir uns die Mühe gemacht, eine kleine Elektronik dazu zu bauen, die über einen Mikrocontroller die einzelnen Funktionen des Triebwerks ansteuert, sodass das Triebwerk sich dann in Bewegung setzen kann und die einzelnen Funktionen, insbesondere den Lauf der Luftströmungen und die Funktion der Brennkammer, durch entsprechende Beleuchtungseffekte darzustellen. Das Ganze wird durch eine akustische Menüführung gewährleistet, sodass der interessierte Besucher von einer Stimme angeleitet wird, welche Tätigkeiten er hier ausführen soll und welche Funktionen an dem Triebwerk gerade ablaufen. Zur Sicherheit. Das Laufwerk ist ja ein rotierendes Teil und es wird gesichert durch eine Schranke, die den Motor zum Stehen bringt. Es läuft das Laufwerk, es wird vorher signalisiert, wenn die Sicherheitsmaße anspricht, kommt man weiter dran, bleibt das Laufwerk stehen. Wenn Sie sich mit der Funktionsweise dieses Strahltriebwerks vertraut machen möchten, werfen Sie bitte eine 1-Euro-Münze in den Automaten ein. Schalten Sie nun bitte den Hauptschalter ein, indem Sie die rote Abdeckung nach oben klappen und den darunter befindlichen Schalter ebenfalls nach oben betätigen. Nehmen Sie jetzt unbedingt einen angemessenen Sicherheitsabstand zum Triebwerk ein. Daran anschließend, im Bereich der Lufteintritte, befindet sich der Radialkompressor. Dieser verdichtet die einströmende Luft und drückt sie in die 9 Brennkammern, in die der Kraftstoff eingespritzt wird. 2 Brennkammern sind mit Zündeinrichtungen versehen, die das Kraftstoff-Luftgemisch zünden. Alle Brennkammern sind mit Gaskanälen untereinander verbunden, über die alle anderen Brennkammern nacheinander gezündet werden. Die in den Brennkammern entstehenden Verbrennungsgase treten durch die Brennkammerdüse aus und werden durch den feststehenden Schaufelkranz im optimalen Winkel auf die Axialturbine geleitet. Das Turbinenrad wird in Umdrehung versetzt und treibt damit den Verdichter und das Getriebe an. Das Triebwerk läuft von nun an eigenständig. Die Verbrennungsgase verlassen dann das Triebwerk durch die Schubdüse und treiben dadurch das Flugzeug nach vorn. Schalten Sie jetzt bitte den Hauptschalter wieder aus. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und wünschen Ihnen weiterhin einen angenehmen Aufenthalt in unserem Museum.